Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du daraus wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M. Und zwar habe ich ein neues Ox Target Menü für euch und das kann sich sehen lassen. Ist natürlich ein bisschen auf moderner Basis angelehnt und ich würde sagen, wir schauen uns das gute Stück einfach mal an. So sieht das Ganze dann auch schon aus. Ja, mit der Alt-Taste können wir das Ganze dann einfach hier bedienen. So. Ja, gut. Ich würde auch glatt sagen, dass wir zur Installation kommen. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Einfach runterladen und einmal auspacken. Wenn wir das gute Stück dann hier haben, können wir das Ganze dann auch schon transferieren. Das heißt, wir müssen das nicht unbedingt auspacken. Wir können das auch in der ZIP lassen. Und ja, gehen dann zu unserem alten Ox Target Menü. Und sagen dann einfach hier überschreiben. Und zwar für alle. Und ja, mehr müsst ihr auch nicht machen. Somit habt ihr das Menü halt ausgetauscht und somit habt ihr ein schöneres Menü. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao, ciao. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.